Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich habe wieder den Holger zu Gast. Das ist ja der Besitzer dieses Legend hier. Und der Holger, der hat sich was gekauft. Was hast du dir gekauft? Ja, ich habe mir hier diesen Booster zugelegt, um den Legend freizuschalten. Okay, und das finde ich mal ganz interessant, weil es ist ja immer noch so die Frage, geht das dann auch beim Legend Light? Was kann man damit machen? Klar, man wird dann ein bisschen illegal, wenn man das macht. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren und eine Sache finde ich noch ganz interessant, man kann damit den Legend auf 22 km/h kriegen. Das ist nämlich eine Sache, die viele stört, dass er nur 20 fährt und wie das geht, das zeigen wir euch heute. Dazu muss man sagen, wenn man das benutzt, ist man leider illegal unterwegs, weil mit der Anwendung dieses Gerätes greift man ja in die Firmware des Controllers ein, der wird ja geflasht, wenn man das anmacht und dann hat man ja die Möglichkeit, im Display die Geschwindigkeit auch auf ein Level zu bringen, wo es halt nicht mehr okay ist. Und deswegen, also da könnt ihr euch nicht drauf verlassen, auch wenn ihr nur 22 km/h einstellt, dass das dann bei der Polizeikontrolle okay ist. Ja, das wollte ich nur kurz sagen und dann fangen wir mal an. Ja, das ist der Legend vom Holger. Wir haben den jetzt einfach mal hier auf so eine Kiste gestellt. Und Holger, dreh mal bitte an. So. Jetzt sehen wir, der zeigt 22 km/h an. Wenn man dann draufsteht, dann sind es am Ende aber nur 20 km/h. Das Rad dreht sich und man hat das übliche Geräusch, was wir schon kennen. So, wenn wir den jetzt flashen wollen, dann schalten wir den einmal aus. Man braucht nicht extra hier ausschalten. So, der Holger löst jetzt hier die Verkabelung. Das ist hier die Boostbox. Da steht drauf: Blue Light Release Speed, Red Light Limiting Speed. Aber wir haben gerade festgestellt, wir haben es eben schon mal ausprobiert, es ist genau andersrum. So, die stecken wir jetzt hier an. So, angesteckt. Jetzt schalte ich hier den Legend ein und er leuchtet blau. Und wir haben ja gerade gesehen, dass er nicht getuned war. So, jetzt drücken wir den Knopf. Und es leuchtet rot. Jetzt schalte ich das Ganze wieder aus. Und dann stecken wir das Ganze wieder ab. Und jetzt schalten wir wieder ein. Und wir schalten auch das Display ein. Und der Holger, der dreht an. Und ihr seht's, 34 km/h fährt er jetzt. Ja, das ist also die Tuning-Funktion. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze so einstellen könnt, dass er am Ende 22 km/h fährt. Dazu gehen wir hier ins Menü rein. Der Code ist 1500. Und wenn ich jetzt längere Zeit auf die rote Taste drücke, dann bin ich im Menü. Und da gibt es den Parameter P9. Und wenn ich in den eingehe, der ist hier auf 100% eingestellt. Den kann ich jetzt runterstellen. Und wir haben es gerade draußen ausprobiert. Wenn man den auf 80% stellt, mit beiden Tasten kommen wir raus. Und das jetzt nochmal anwirft. Dann zeigt er uns hier, er würde 25 km/h fahren. Falls ihr euch noch erinnert, eben hat er 22 km/h angezeigt und er fährt dann tatsächlich die 20 km/h. Wenn man sich jetzt draußen draufstellen würde, dann würde er tatsächlich 22 km/h, zwischen 21 und 22 würde er dann fahren. Ja, so stürmt man den Legend auf 22 km/h. Wir machen das Ganze jetzt natürlich wieder rückgängig. Also wir stellen jetzt den P9 wieder auf 100. Gehen wieder raus. Jetzt werden wir wieder auf 35 oder 34 km/h. Und um den jetzt wieder zurück zu flashen, schalten wir ihn aus. Der Holger wird jetzt wieder die Tuningbox, wie heißt das Ding? Die Boosterbox, ne? Boosterbox. Der Holger wird jetzt wieder die Boosterbox anschließen. Man muss es an das Kabel anschließen, was zum Controller geht. Wenn ich jetzt einschalte, der Knopf ist gedrückt, er blinkt rot. Wir drücken jetzt den Knopf
Er blinkt blau. Ja, gucken wir mal, was passiert. Wir stecken das Ganze jetzt wieder ab. Ich schalte wieder aus. Jetzt haben wir alles wieder verbunden. Der Holger hilft mir noch mal kurz. Achso, ich muss erst mal einschalten hier. Sonst kann es nicht klappen. Und wir haben ihn zurückgeflasht auf 22 km/h. Also hier seht ihr die Beschriftung Blue Light Release Speed, Red Light Limiting Speed. Das ist eigentlich genau vertauscht. Beim roten Licht haben wir den geflasht und beim blauen Licht ist er nicht geflasht. So, wir haben jetzt auf die Kiste meinen Legend Light gestellt und jetzt wollen wir mal gucken, ob das bei dem auch geht. Erstmal vorher, ich kann einschalten. Und wenn du mir mal kurz helfen würdest. Auch mein Legend zeigt an, dass er 22, sogar 23 km/h fahren würde. Wenn ich draufstehe, sind es ziemlich genau die 20 km/h. Hier seht ihr, wie sich der Motor dreht. So, jetzt kann man meinen natürlich nicht ausschalten. Nur wir probieren es trotzdem. Wir haben hier einen 6-poligen Stecker. Ne, wenn ihr euch erinnert, beim Blue Stalker, das war ein 5-poliger Stecker, das ist hier beim Legend ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, wir können jetzt den nicht ausschalten, weil er hat keinen Ausschalter. Deswegen werden wir jetzt einfach die Tuningbox dranhängen. Oder den Boost, oder wie das Ding heißt. Passt nicht bei dir. Wieso? Oder? Warte, ich starte schon. Okay, dann startet die Lampe. Und er ist blau leuchtend. Ja, wir drücken jetzt einfach mal den Knopf und er leuchtet rot. Dann trennen wir das Ganze wieder. Das ausschalten, ne? Kann ich ja nicht. Das ist jetzt komplett getrennt, da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ja, das geht bei mir noch recht schwer, weil das noch nie auseinander war. Magst du gerade mal zusammenstecken? Ja, dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Er lässt sich noch einschalten, das ist schon mal gut. Der Holger hilft mir wieder, den anzuwerfen. Ja, also auch der Legend Light lässt sich flashen und auch der zeigt dann 34 km/h an. Der Motor scheint auch schon sich schneller zu drehen. Ja, dann... Okay, der dreht aber lange nach. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier auch einstellen können. Ach guck, bei mir ist tatsächlich auch der Code. Habe ich ganz vergessen gehabt. Hast du doch, ja. 1500. Jetzt gehen wir auf P9. Das ist ja die Leistungsbegrenzung hier. Jetzt gehe ich runter. Stell das auf 80%. Und gehe mit einem Doppelklick quasi raus. So, dann bitte noch einmal helfen, Holger. Gut, der zeigt hier 24. Jetzt müsste man das draußen ausprobieren. Das haben wir bei dem Legend Light noch nicht gemacht. Aber hier seht ihr auch, der zeigt auch die 25. Also ich gehe jetzt davon aus, wenn ich jetzt draußen damit fahren würde, dass er tatsächlich die 22 km/h auch bringen würde. Ich wundere mich, dass der so gut nachläuft. Das war bei dir anders, ne? Meiner ist auch ein bisschen dreckiger. Ja. Ja, also jetzt leuchtet es rot. Der Knopf ist noch gedrückt. Wenn ich den jetzt nochmal drücke, dann leuchtet es blau. Jetzt können wir den wieder nicht ausschalten, also einfach mal trennen, Holger. Geht ein bisschen schwergängig, aber man kriegt es hin. Dann steck ihn mal wieder zusammen. So, ihr erinnert euch, dass ich den vorher runtergesetzt habe auf 80%, ne? Deswegen wird er jetzt wahrscheinlich ein bisschen langsam sein, okay? Okay, er ist trotzdem jetzt bei 23. Jetzt gucke ich nochmal ins Menü. Okay, ein bisschen komisch. Trotzdem wir 80% eingestellt haben, ist er noch bei dem Wert. Also ich setze das jetzt hier hoch auf 100%.
Gehe so raus. Dann hilf mir noch mal kurz, oder? Nee, also das bleibt jetzt dabei. Wir können den jetzt nicht mehr hochdrehen auf 34 km/h. Also das ganze Flashen ist rückgängig gemacht worden. Ja Leute, ich war gerade mal kurz mit meinem Legend Light draußen und habe es mal auf einer Privatstraße ausprobiert. Bei 80% hat er bei mir zwischen 21 und 20 km/h geschwankt. Wenn es bergab ging, dann waren wir bei 22 km/h mal kurz, aber es war noch zu wenig. Also ich denke, bei mir muss man so 83% ungefähr einstellen, damit er die 22 km/h konstant auch schafft. Das ist natürlich absolut gewichtsabhängig. Das heißt, wenn man leichter ist, dann muss man da runtergehen. Und der Holger hatte im Forum wohl irgendwie einen Wert gesehen von 73. Das muss dann eindeutig leichtere Personen gemacht haben. Ja, Höchstgeschwindigkeit 28, also 30 ging nicht. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich sehr beim Holger dafür, dass er mir das Gerät zur Verfügung gestellt hat, damit ich euch das zeigen konnte. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!